Er tut es aus Überzeugung. Ugandas Präsident Museveni unterschreibt eines der weltweit härtesten Gesetze gegen Homosexuelle. Lebenslange Haft für die gleichgeschlechtliche Liebe. Keine einzige Studie beweist, dass Homosexualität eine natürliche Veranlagung ist. Da wir wissen, dass Erziehung der Hauptgrund ist, kann die Gesellschaft auch etwas dagegen tun. Darum habe ich auch das Gesetz unterschrieben. That is why I have agreed to sign the bill. Stop killing us! Gay rights are human rights. Lange schon wird das Gesetz scharf kritisiert, wie hier in Kenia. Menschenrechtler, schwul-lesbische Aktivisten, Politiker verurteilen Ugandas Rückschritt. Das Gesetz kriminalisiert auch die sogenannte Förderung von Homosexualität in der Öffentlichkeit. Wer schwule Männer oder lesbische Frauen kennt, muss die Polizei informieren, sonst riskiert er selbst bestraft zu werden. In Uganda allerdings, das zu einem der homophobsten Länder der Welt gehört, findet das Gesetz bei der Bevölkerung Unterstützung. Es verteidigt unsere jungen Leute, indem es klar sagt, werdet nicht homosexuell, denn das ist verboten. Wir unterstützen unseren Präsidenten und danken ihm für das Unterschreiben dieses Gesetzes. Uganda ist nicht das einzige Land in Afrika mit harten Gesetzen gegen Homosexuelle. Amnesty International beklagt, viele afrikanische Regierungen schüren die Homophobie, statt Gewalt gegen Schwule und Lesben zu bekämpfen.